Auf dem Gelände der Shopping City Süd in Vösendorf ist es am Montag nach einem spektakulären Einbruch zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Unbekannte sind in den frühen Morgenstunden mit einem PKW in einen Lieferanteneingang des Einkaufszentrums gekracht und in ein Juweliergeschäft eingedrungen. Ob oder wie viel die laut Polizei vermutlich zwei oder mehrere Täter erbeuten konnten, war vorerst noch unklar. Dass auch Schüsse gefallen seien, habe sich nicht bestätigt. Es habe sich vielmehr um das Zerbersten der Scheiben des Wagens im Inneren der SCS gehandelt, so die Polizei. Vor ihrer Flucht haben die Täter das zuvor in Wien gestohlene Auto in Brand gesetzt. Eine Alarmfahndung verlief negativ, der Bereich um den Ort des Geschehens wurde gesperrt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.